bin sehr, sehr froh, dass sie jetzt mal endlich anfangen, dass man barrierefrei einsteigen kann. Für mich ist es jetzt angenehm, dass die Rheinau einen neuen Bahnhof bekommt, allein durch den Nahverkehr. Ich kann mit der Straßenbahn direkt an den Bahnhof fahren, steige in meinen Zug und mache dann einen schönen Ausflug am Tag. Wir als vom Badischen Blindensehbehindertenverein sind wir immer dabei, schon im Voraus das zu prüfen und unsere Wünsche auch zu äußern. Wir haben heute mit dem Bau begonnen. Wir hatten auch heute einen Spatenstich. Wir werden in den ersten Abschnitten die Straßenbeziehungen völlig neu wiederherstellen, sodass wir am Ende den Bereich der Haltestelle und die Busspur verkehrsfrei haben. Die Straßenflächen werden fertiggestellt bis November. Ja, natürlich, das ist ja mittlerweile Standard, dass man barrierefrei ausbaut. Wir sind sehr froh, der Bahnhalt ist ja jetzt fast fertig für die S-Bahn. Und insofern ist es nur konsequent, dass wir jetzt auch die Stadtbahn umbauen, dass wir die Bushaltestelle barrierefrei ausbauen, dass wir hier eine Haltestelle der kurzen Wege bekommen, Backe an Backe. Und dadurch der Fahrgast natürlich extrem profitiert. Also für Rheinau, für den Rheinauer Süden, aber auch für Brühl, Rohrhof und die Menschen hier, fast 20.000 im Einzugsgebiet, gibt es zum ersten Mal einen Kompaktbahnhof. Das heißt, man kann tatsächlich entweder mit dem Fahrrad, mit dem Auto kommen oder mit dem Bus kommen, in die Stadtbahn umsteigen und hat die S-Bahn auch noch direkt vor der Haustür gewissermaßen an einem Portal, an einem Umsteigebahnhof. Und das ist ein großer Gewinn für den gesamten öffentlichen Nahverkehr im Mannheim. Süden. Finanzierung ist hier ein ganz spezielles Thema gewesen. Das Land hat in der letzten Legislaturperiode ein neues Fördersystem auf den Weg gebracht mit einer Absenkung der Fördersätze und einer Festbetragsförderung. Das heißt, wenn die Ausschreibungen laufen, gehen sämtliche Mehrkosten zu unseren Lasten. Nichtsdestoweniger trotz bedanken wir uns trotzdem für 2,9 Millionen Euro Förderung an dieser Stelle bei einer Gesamtinvestitionssumme von mindestens 8 Millionen.